Moin. Ich bin Vladi. Das ist Dreist. Was versteht ihr unter dem Begriff leises Rauschen? Eventuell kommt euch das bekannt vor. Aber leises Rauschen geht auch ganz anders. Seht selbst. Dieses Mal findet das leise Rauschen in Bielefeld statt. Wir sind hier vor dem Ringlokschuppen und werfen jetzt einen Blick für euch hinter die Kulissen. Kommt mit. Seit 2011 gibt es schon das leise Rauschen, normalerweise umsonst und draußen, heute aber im Ringlokschuppen. Große Namen haben sich angekündigt. Bis sie auflegen können, gibt es aber noch jede Menge zu tun. Als nächstes in unserer Show zeigen wir euch ein Interview mit dem Veranstalter des leisen Rauschens, Jonas Brandt. Jonas, 22 Jahre jung, also wie kommt man dazu, das leise Rauschen zu veranstalten oder insgesamt Open-Air-Veranstaltungen oder Festivals? War 2011 die Idee, eher Künstlern Bühnen zu bieten, da in Bielefeld relativ wenig los war oder es die elektronische Musik sehr schwer hatte, hier Fuß zu fassen und im Bekanntenkreis halt relativ viele DJs waren, die halt elektronische Musik hören oder elektronische Musik auflegen, haben uns halt überlegt, was zu machen, den Künstlern halt eine Bühne zu bieten und das hat angefangen mit 50 Leuten, hat sich dann gesteigert auf 250, über 500 bis zu 1000 und dann waren wir bei der letzten Veranstaltung, bei der Closing, da hatten wir knapp 2000 Leute da und das hat sich dann von Jahr zu Jahr gesteigert und dann ist dann halt irgendwo diese Leidenschaft entstanden, diese Veranstaltung halt zu machen und dann ist man halt dabei geblieben. Sehr cool. Und da liegt ja die Frage nahe, mit wie vielen Leuten, mit wie vielen Besuchern rechnest du heute oder Partybilden? Letztes Jahr hatten wir bei der Veranstaltung ohne Monika Kruse, nur mit Extrawelt und noch anderen 2200 zahlende Gäste. Das war eine sehr gute Veranstaltung und wir gehen davon aus, dass wir es heute noch mal toppen. Vielleicht schaffen wir 2500, 3000 Gäste, das wäre super. Was ist dir eigentlich besonders wichtig am leisen Rauschen jetzt? Sind es die Musiker, die Fans? Also einer der großen Faktoren sind halt eben halt, dass die Musiker für uns immer am Puls der Zeit liegen. Sprich, wir haben Musiker, die wir gerne hier haben möchten, die für uns interessant sind, die für die Bielefelder Szene interessant sind. Und das ist so ein Hand-in-Hand-Spiel eben halt mit den Leuten, die sich sowas wünschen, dass man eben halt da auf die Wünsche eingeht. Und ein ganz besonderer anderer Faktor ist noch die Motivation, die man von Leuten mitbekommt. Sprich, Lob von Wegbegleitern seit 2011, seit 2012, dass sie halt immer wieder neue Motivationen geben, das weiterzumachen. Und natürlich in gewisser Weise auch der Erfolg. Also der Erfolg, dass man von 2011, von 50 Leuten damals draußen noch, bis jetzt auf 2012, 2013 oder heute blicken kann, wo wir bis zu 2500 Gäste erwarten. Das ist halt schon eine Sache, die einen in gewisser Weise stolz macht. Es dauert nur einen Tag, bis sich der Ringlokschuppen in einen Elektropalast verwandelt. Lautsprecher werden aufgehängt, die Technik wird verkabelt und im Hintergrund wird die Halle auch optisch aufgemotzt. Alles muss bis ins kleinste Detail eingestellt werden, damit die Halle am Ende musikalisch und visuell zu einem großen Kunstwerk wird. Noch steht hier im Hintergrund nicht alles, aber bis spätestens 10:30 muss es stehen. Denn dann kommen die Gäste. Kommen wir nun zu unserem nächsten Beitrag, dem Nachrichtenblock. Bitteschön. Abgefahren. Poesie, starke Bilder und irritierende Subjektivität. Das Internationale Museum Martha in Herford zeigt die neue Ausstellung Farbe bekennen. Globale Vernetzung ist das Thema. 11 internationale Künstler und Künstlergruppen stellen dazu ihre Werke vor. Wenn ihr über diese oder zukünftige Ausstellung mehr erfahren wollt, dann schaut auch einfach auf martha-herford.de vorbei.
Aufgepasst! Jetzt im Sommersemester gibt es an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Lemgo einen Anfängerkurs Norwegisch. Ins Leben gerufen hat den Kurs der Fachbereich Medienproduktion, um die Studierenden auf ein Auslandssemester an der Partnerhochschule in Volda vorzubereiten. Judith Schwellenbach, die selber in Norwegen studiert und gelebt hat, unterrichtet das Ganze. Abgespritzt. Profi-Wasserspieler aus Detmold. Düsen, LEDs und jede Menge Wasser. Alles zusammen für die große Show. Das ist für uns alles Neuland. Die Sachen so zu konstruieren, dass sie sich mit Bühnentechnik vereinen lassen, dass ja, wir solche aufwendigen Wasserspiele hier machen können, das Ganze portabel, das ist alles neu. Wir haben hier eine Anlage aufgebaut, die ist jetzt ausgerüstet mit 100 Düsen, mit 100 LED-RGB-Scheinwerfern, mit denen wir 16 Millionen verschiedene Farben machen können. Wir haben ein mobiles Becken hier hingestellt, mit 30 Kubikmeter Wasser gefüllt. Und wälzen mit diesen einzelnen angesteuerten Düsen rund 300 Kubikmeter Wasser in der Stunde rum. Gegründet in diesem Jahr, hier in Detmold, wollen die Jungs demnächst weltweit unterwegs sein. Gehen wir einfach mal über zu unserem nächsten Thema. Vladi in Gefahr. Bitte sehr. Oh, da seid ihr. Drei meiner Bunnies wollen mich heute zum Paintball herausfordern. Aber ich werde ihnen beweisen, dass das Schlachtfeld nichts für sie ist. Sie gehören eher hinter den Herd. Jetzt zeige ich den Ladies, wo der Hammer hängt. Wir gehören in die Küche. Ihr habt das Ergebnis ja gerade gesehen. Die Damen haben mir eine ordentliche Lektion in Sachen Paintball erteilt. Der Tag war lang und noch ist kein Ende in Sicht. Mit diesen Worten verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.
Thank you.